Ja, vielen Dank für diese sehr nette Einführung und guten Morgen an alle. Ich möchte Sie alle, euch alle heute einladen auf eine Reise durch die Wissenschaftskommunikation, und zwar die Wissenschaftskommunikation an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. Und wir werden verschiedene Stationen durchlaufen. Wir werden die Klimapolitik und Klimakommunikation vom Menschen her denken. Wir werden uns die Corona-Kommunikation anschauen, die unter anderem als Staatsversagen bezeichnet wurde. Und wir werden nach den Autoschlüsseln für Solaranlagen suchen. Wenn wir an Wissenschaftskommunikation denken, dann denken wir sicherlich an alle möglichen Formate. Das NAVIC fasst diese ja auch sehr schön zusammen. Da sind Dinge dabei, die kannte ich noch nicht so gut. Da muss ich mal genauer reingucken. An was viele Leute nicht denken, wenn sie an Wissenschaftskommunikation denken, ist an die Tatsache, dass Wissenschaftskommunikation auch eine Wissenschaft ist. Es gibt also Methoden, darüber werde ich gleich noch mehr berichten, wie wir Wissenschaftskommunikation, sei es ein Flyer, eine Grafik, ein Erklärvideo, möglichst so gestalten können, möglichst von Menschen her denken können, damit das auch verstanden wird, damit das auch Leuten in ihrem Alltag hilft, bessere Entscheidungen zu fällen. Was auch ein wichtiger Punkt ist bei aller Freude zur Wissenschaftskommunikation, die wir ja auch heute stark feiern, ist, Wissenschaftskommunikation ist wichtig, sie reicht aber nicht aus, um unsere gesellschaftlichen Probleme anzugehen. Die Idee, dass Wissenschaftskommunikation alleine ausreichen würde, beruht auf dem sogenannten Information Deficit Model, also dass Leute zu wenig wissen und das muss ich einfach sozusagen füllen, diese Lücke, und dann wird es schon. Das ist leider nicht ganz so einfach. Was wir auch brauchen, ist zusätzlich zu guter Wissenschaftskommunikation eine politische Maßnahmengestaltung, die vom Menschen her denkt, die verhaltenswissenschaftlich, psychologisch informiert ist und sozusagen sogenannte Behavioral Insights einsetzt. So, das ist nun immer, nicht immer unbedingt so beliebt in allen Diskussionen. Behavioral Insights, verhaltenswissenschaftliche Politikgestaltung hat teilweise ein bisschen einen schlechten Ruf, wird vielleicht als manipulativ wahrgenommen. Es gibt allerdings im Werkzeugkasten der Methoden für verhaltenswissenschaftliche Politikgestaltung unterschiedliche Ansätze. Und da gibt es den sogenannten Boosting-Ansatz. Und dieser ist kompetenzfördernd und stärkend. Das ist sozusagen Boosting, also Behavioral Insights beyond Nudging. Dieses Nudging ist ja diese Strategie, die manchmal so ein bisschen manipulativ rüberkommen kann. Und bei Boosting geht es darum, evidenzbasierte, nicht monetäre und nicht regulatorische Interventionen zu gestalten, die das Ziel haben, Entscheidungs- und Selbstkontrollkompetenzen des Menschen zu stärken. Und es gibt ein gutes Beispiel, mit dem wir Nudges und Boosts einander gegenüberstellen können. Viele werden das Beispiel auch kennen, dieses Nudges. Da geht es darum, wie kann ich Leute dazu kriegen, gesünder zu essen. Da kann ich beispielsweise in einer Mensa die gesunden Nahrungsmittel möglichst leicht zugänglich machen und die ungesunden schwerer zugänglich. Und das führt dann häufig dazu, dass viele Leute die gesunden Nahrungsmittel auswählen. Das heißt, das kann gute Effekte haben, das kann vielleicht als ein bisschen manipulativ wahrgenommen werden. Und was es aber auch bedeutet, ist, dass ich das vielleicht nicht unbedingt bemerke, dass ich gerade so gesteuert werde, ist so ein bisschen intransparent. Und wenn die Umwelt, wenn die Mensa dann wieder verändert wird, wenn das ungesunde Essen wieder leichter zugänglich ist, dann tendieren vielleicht die meisten Leute dann wieder eher zum ungesunden Essen. Das heißt, ich bin in meinem Verhalten da sehr abhängig von der Umwelt. Und ein Gegenbeispiel wäre jetzt der Boost, dass ich sozusagen selber realisiere, dass mir das vielleicht auch erklärt wird, dass es wichtig ist, ungesunde Speisen schwer zugänglich zu machen. Also, dass ich sie gar nicht erst einkaufe, dass ich sie zu Hause, wenn ich sie habe, eher verstecke und dadurch meine Selbstkontrolle stärke. Und das ist ein sogenannter Self-Nudge dann und ist eben kompetenzstärkend und auch transparent. Ich kann ja jemanden gar nicht dazu bringen, das zu Hause zu machen, ohne zu erklären, was hier der Punkt ist. Nudging und Boosting, ich finde, das sind beides wichtige Ansätze in der gesellschaftlichen politischen Gestaltung. Manchmal funktioniert das eine besser, manchmal das andere. Aber weil viele Leute dieses Nudging kennen und noch weniger das Boosting, fand ich diesen Punkt sehr wichtig, dieser Kompetenzstärkung, die wir ja auch häufig mit Wissenschaftskommunikation erzeugen möchten. Nun befinden wir uns natürlich immer noch in der Corona-Krise, wir befinden uns aber auch in der Klimakrise, in der wohl größten Krise, die uns jetzt schon betrifft und die uns die nächsten Jahrzehnte betreffen wird.
Und diese Krise ist ja einerseits menschengemacht. Wir haben sie durch unser Verhalten ausgelöst. Aber unser Verhalten, unser menschliches Verhalten ist auch die Chance, die wir haben, um der Krise zu begegnen. Das heißt, Wissenschaftskommunikation und verhaltenswissenschaftliche Politikgestaltung sind wichtige, wichtige Werkzeuge, um diese Krise anzugehen. Das heißt, was wir in Deutschland und anderswo brauchen, ist eine effektive politische Gestaltung natürlich. Wir brauchen effektive politische Maßnahmen gegen den Klimawandel, und zwar so, dass sie von der Bevölkerung getragen werden. Und um das hinzukriegen, um Maßnahmen von Menschen her zu denken, brauchen wir die Verhaltenswissenschaften, brauchen wir die Wissenschaftskommunikation. Wie gesagt, wir wollen den Menschen ins Zentrum stellen und auch einzelne Leute zu verantwortungsvollem Handeln befähigen. Ziel dabei ist es, auf mindestens zwei Ebenen, einerseits Entscheiderinnen zu unterstützen, Politik so zu gestalten und auch Bürgerinnen zu befähigen, klimaresilient zu werden. Und ein Beispiel hierfür, welche so verhaltenspsychologischen Dinge man beachten muss, ist das Beispiel, das nenne ich jetzt mal Keeping Up with the Joneses. Das ist aus dem Amerikanischen und hier geht es darum, die Joneses sind jetzt so fiktive Nachbarn, mit denen möchte ich mithalten. Die haben vielleicht ein neues Auto, dann will ich auch ein neues fancy Auto, die haben vielleicht sonst was. Das ist so diese Konkurrenz, die es ja häufig mal gibt zwischen Nachbarn. Und was wir uns eben hier fragen werden, ist, was ist eigentlich der Autoschlüssel von Solarzellen? Was in Kalifornien teilweise von Klimawissenschaftlern und auch Klimakommunikationswissenschaftlern beobachtet wird, ist, dass Leute die Solaranlage, die sie auf ihr Eigenheim bauen, dass sie diese statt auf die Südseite des Hauses oder des Dachs auf die Nordseite hängen, wenn die Nordseite die Seite ist, die von den anderen gesehen wird, die von den Nachbarn gesehen wird, die auf der Straße gesehen wird. Und jetzt lachen hier schon einige Leute und das ist auch so ein bisschen affig irgendwie dieses Beispiel, aber ist halt eine Realität. Ist irgendwo durch auch verständlich, weil die Solaranlagen zu einem Statussymbol geworden sind und das möchte ich eben zeigen, weil das hier sind die Joneses und die möchte ich beeindrucken und viele andere auch noch. Und dann gibt es natürlich Überlegungen, okay, was kann man tun? Und was wir eigentlich brauchen, ist eine Art Autoschlüssel der Solaranlage. Ein Autoschlüssel ist ja für einen Autobesitzer eine Möglichkeit zu signalisieren, was ich für ein Auto habe, auch wenn ich gerade nicht neben dem Auto stehe. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt den Autoschlüssel auf den Kaffeetisch legen und dann sieht man, das ist irgendein fancy Auto. Ist auch schon ein bisschen oldschool in der Klimakrise, vielleicht nicht mehr so das Richtige, aber einfach so. Um dieses Konzept geht es, also etwas zu signalisieren, ohne dass ich das ganze Ding gerade bei mir habe. Und was jetzt, genau, was ist der Autoschlüssel der Solaranlagen? Was jetzt Städte oder Kommunen machen könnten im Rahmen von auch so Bürgerinnenprojekten, ist, dass sie eine Art Klimasiegel entwerfen und rausgehen an Eigenheimbesitzer, die beispielsweise eine Solaranlage haben. Das muss jetzt nicht ein Riesenstern auf dem Dach sein, das könnte auch einfach ein schönes Zeichen sein von der Stadt, beispielsweise bei der Hausnummer oder so, irgendwo, wo man sieht. Und ein Vorteil davon wäre, damit könnten die Leute ja nicht nur ihre Solaranlage ausweisen, sondern auch andere Dinge, ihre energiefreundliche Heizung, Dämmungsmaßnahmen, also auch andere Dinge, die man sowieso nicht sehen würde von außen oder nicht unbedingt sehen würde. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass verstärkt auch die soziale Norm, dass man heutzutage einfach sich reinlegt und sein Eigenheim energiefreundlich gestaltet. Und solche sozialen Normen, das werden wir auch später noch sehen, sind ganz, ganz mächtige Mechanismen, wenn es darum geht, Leute dazu bringen, ihr Verhalten zu ändern oder ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Ganz einfach, weil man auch einfach dazu gehören möchte. Die Norm ist, dass man eben ein energiefreundliches Haus hat und das möchten dann irgendwie alle machen, weil vielleicht ist man ja auch irgendwann so ein bisschen der Komische oder die Altmodische, wenn man das nicht macht. Nun schauen wir mal an, rückblicken ein bisschen auf die Corona-Politik. Wie stand es eigentlich da um den Einbezug der Verhaltenswissenschaften in die politische Gestaltung? Und da stand es leider an vielen Stellen nicht so gut. Wir hatten eine höchst nutzerunfreundliche Impfkampagne. Die Webseiten beispielsweise, um Impftermine zu kriegen, waren hochkomplex. Gerade für eine der ersten Zielgruppen, für ältere Menschen, viel zu schwierig, aber auch für Jüngere ziemlich haarsträubend. Es war schwierig zu wissen, ob man überhaupt dran ist oder nicht. Das ist teilweise jetzt immer noch vielen Leuten unklar, zum Beispiel Thema vierte Impfung. Und Impfzentren waren auch häufig weit entfernt
vom Wohnort, was wiederum gerade für die Eltern natürlich danach schwierig war. Die Impfkommunikation war teilweise problematisch, auch von offizieller Stelle, also nicht nur von üblichen Verdächtigen wie vielleicht der Bild oder so, sondern auch von offizieller Stelle. Darauf werde ich gleich noch eingehen und ein Beispiel zeigen. Und die Wissenschaftskommunikation war auch teilweise eher so politische Werbung. Die Impfkommunikation war eher politische Werbung als wirklich verhaltenswissenschaftlich informierte Impfkommunikation. Es gab aber natürlich auch positive Beispiele. Am RKI wurde während der Pandemie eine Gruppe aufgebaut, die Risiko- und Wissenschaftskommunikation im RKI macht. Und das heißt, da wurde eigentlich ziemlich schnell dann erkannt, okay, wir brauchen jetzt mal verhaltenswissenschaftliche Leute, wir brauchen Leute, die sich mit Kommunikation nochmal anders auskennen und bauen da was auf. Und es gab auch die COSMO-Studie der Uni Erfurt. Und das Besondere daran war unter anderem, dass die Resultate dieser Studie, ich werde die Studie gleich noch genauer beschreiben, dass die wirklich auch in der Politik landeten. Also das war eine Studie dazu beispielsweise, wie Leute aktuell Corona-Risiken wahrnehmen, wie sie sich verhalten und so weiter. Was passiert, wenn man nicht vom Menschen her denkt? Dann hat man die ganzen Probleme wie Pandemiemüdigkeit, Impfmüdigkeit, Verwirrung, bin ich jetzt schon dran, muss ich jetzt eigentlich noch Maske tragen, ja oder nein? Und also eigentlich einer der ungünstigsten Punkte war, dass wertvolle medizinische und technische Lösungen, in diesem Falle die Impfung, einfach nicht in dem Maße genutzt werden, wie wir das gerne hätten. Das heißt, wir waren unglaublich gut darin, mit unserer Wissenschaft, mit unserer Medizin sehr schnell, sehr wirksame Impfungen zu entwickeln. Aber wir haben dann diesen letzten Schritt sozusagen, oder eigentlich ist es der erste Schritt, den man mitdenken sollte, nämlich die Verbreitung der Impfung dann vom Menschen her zu denken und eine gute Impfkampagne zu fahren. Das haben wir nicht geschafft. Teilweise irgendwann schon, aber gerade zu Beginn haben wir das nicht geschafft und deswegen ist die Impfquote leider nicht so hoch, immer noch nicht so hoch, wie wir es gerne hätten. Fake News als Problem, weiteres Problem kennen Sie alle. Zusammengefasst war das Pandemie-Management an einigen Stellen aus verhaltenswissenschaftlicher und psychologischer Sicht unzureichend. Und hier ist ein Beispiel der Impfkommunikation. Und worum geht es hier? Hier geht es um das Thema Impfen und Fruchtbarkeit. Und Impfen schützt ja unsere Gesundheit und man könnte sagen, dadurch eigentlich auch, wenn überhaupt, schützt es unsere Fruchtbarkeit, da es einfach generell unsere Gesundheit schützt. Nun gibt es aber Leute, die glauben, dass Impfen die Fruchtbarkeit schädigt. Und das gibt es übrigens fast seit es Impfungen gibt, gibt es diese Sorge und auch zu allen möglichen Impfstoffen. Also das war zu Corona überhaupt nicht neu. Aber wie gesagt, Tatsache ist, Impfen schützt und macht nicht unfruchtbar. Ich habe das jetzt in ein paar Sätzen erklärt und vielleicht haben Sie es bemerkt, was ich gemacht habe. Ich habe ein Fakten-Sandwich gemacht. Ich habe erst gesagt, was stimmt, Impfen schützt, macht nicht unfruchtbar, dann erklärt, okay, es gibt aber Leute, die machen sich da Sorgen und vielleicht auch warum oder dass es das schon lange gibt. Und dann nochmal abschließend gesagt, Impfen schützt und macht nicht unfruchtbar. So, und was jetzt hier gemacht wurde, ist, dieses Plakat ist ein Versuch, die falsche Information anzugehen, nur auf einem Plakat hat man halt nicht Platz für ein Fakten-Sandwich, also ein Plakat ist einfach nicht das richtige Format, um falsche Informationen aufzuklären, dafür braucht es vielleicht ein Video, Gespräche und so weiter, aber kein Plakat. Und was hier unsere Sorge dann war, und die Plakate hängen auch, dass, also im besten Fall haben sie vielleicht nicht viel Effekt, im schlechtesten Fall haben sie negativen Effekt, weil die Leute vielleicht so halb konzentriert daran vorbeilaufen, da drauf gucken, weiterlaufen und dann irgendwann denken, okay, Impfen, da war doch irgendwas mit Unfruchtbarkeit, boah, lieber nicht. So. Und das ist halt so ein Beispiel, was rauskommen kann, wenn einfach die Expertise, die psychologische, kommunikationswissenschaftliche Expertise an der Stelle fehlt oder nicht eingebaut wird. Wie gesagt, gibt es wissenschaftliche Entwicklungsprozesse, die eben verhindern würden eigentlich, dass man solche Kommunikationsmaterialien wie dieses Plakat entwickelt. Und da geht es eigentlich um diesen Kreislauf von Verstehen, Entwickeln und Testen. Am Ende, um Wissenschaft wirksam zu vermitteln. Und Verstehen bedeutet, ich habe ein Kommunikationsthema, Beispiel Klimakommunikation, könnte aber auch Impfen sein oder was anderes. Da habe ich einen aktuellen Forschungsstand, wissenschaftliche Ergebnisse, also was sind die Fakten
Und auch wissen wir schon etwas dazu, welche Methoden funktionieren, um diese Fakten zu berichten. Best Practices zur Risikokommunikation, vielleicht auch Unsicherheit, gewisse Dinge, die man noch nicht weiß zu dem Thema. Dann entwickelt man basierend auf all diesem Wissen zielgruppenorientierte Formate und Gestaltungsalternativen, testet dann diese in Praxistests, setzt es um und vielleicht hat sich bis dann die Thematik schon wieder leicht weiterentwickelt oder macht dies mit der Zeit und man evaluiert und macht eigentlich ständig Updates. Also das ist so ein Kreislauf der wissenschaftlichen Entwicklung von Kommunikationsmaßnahmen. Natürlich gehört dazu dann das Verbreiten, teilweise über MultiplikatorInnen, an die Zielgruppen. Das heißt, der Best Case, wenn man jetzt ganz viel Zeit und viele Ressourcen hätte, ist, dass man die Themenfindung hat, die Literaturrecherche, ein erstes Design. Dann macht man eine Fokusgruppe, also man setzt sich vielleicht hin mit 10 Leuten oder so, um denen mal, ich sage jetzt mal, die Grafik zu zeigen, die man gerade entwickelt hat, Feedback sich einzuholen, verstehen das die Leute, fehlt etwas, das sie gerne wissen möchten in der Grafik. Dann macht man ein Design-Update, testet das in einem Randomized Controlled Trial, beispielsweise in einem Web-Experiment, also zwei Gruppen beispielsweise bekommen zufällig unterschiedliche Varianten der Grafik und dann wird getestet, welche wird besser verstanden, welche ist vielleicht motivierender und auch ganz wichtig, beispielsweise bei der Impfkommunikation gibt es eine Variante, die vielleicht die Impfmotivation senkt, was wir nicht wollen an der Stelle, dann macht man nochmal ein Update, holt das Ganze aus, vielleicht sogar in zwei Städten, dann nochmal zwei unterschiedliche Varianten und evaluiert, welche besser funktioniert hat. Wie gesagt, das ist ein Best Case der Entwicklung. Das wird natürlich gerade in Krisensituationen kann das nicht so gemacht werden ständig, aber es ist schon sehr, sehr viel gewonnen, wenn man zumindest sporadisch hinkommt bis zum Randomized Controlled Trial und auch ziemlich häufig mindestens dieser Punkt mit der Fokusgruppe macht. Da wird meistens, lernt man daraus schon sehr, sehr viel. Und das ist ja auch am Ende nicht aufwendig und auch nicht, kostet auch nicht viel Zeit. Welche Bereiche in der Kommunikation gibt es denn eigentlich in der Wissenschaftskommunikation, in der so Information entwickelt werden kann? Das sind unglaublich viele. Gesundheitskommunikation, Krisenkommunikation, Klimakommunikation, Wetterkommunikation. Und der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, zwischen diesen Kommunikationsformen und der politischen Kommunikation möchte ich stark differenzieren. Vor der Corona-Pandemie hätte ich mir dazu vielleicht jetzt auch noch nicht so viele Gedanken gemacht. Aber die politische Kommunikation, die kann natürlich sehr gut sein, die kann auch je nachdem Wissenschaft gut kommunizieren, aber die hat immer noch andere Agenten dahinter. Da gibt es parteipolitische Agenten, sonstige Agenten. Das heißt, das ist einfach nicht dasselbe, wie wenn Wissenschaft kommuniziert, die vielleicht, bei der es jetzt nicht darum geht, in der nächsten Wahl wieder gewählt zu werden. Da ist es mir wichtig, dass man das mehr differenziert und vor allem mehr, als man es zu Corona gemacht hat. Risikokommunikation fördert die Risikokompetenz und ist eine Art übergreifende Kommunikation, die bei vielen anderen Gebieten wichtig ist, also Klimakommunikation, Corona-Kommunikation. Da hat man immer irgendwie auch mit Risiko zu tun, kann mit guter Risikokommunikation die Risikokompetenz fördern. Was heißt, dass Leute danach informierter, kritischer und reflektierter mit Risiken umgehen können? Im Gesundheitsbereich besteht die Risikokompetenz aus dem Verständnis von Gesundheitsstatistiken. Das hat natürlich unglaublich sich verändert während der Corona-Pandemie. Plötzlich haben sich Leute für ganz viele Zahlen und Grafiken interessiert. Heuristisches Denken, also zum Beispiel Achtung bei reißerischen Aussagen auf Social Media. Systemwissen, wo kann ich mich impfen lassen, wo kann ich mich informieren. Oder auch psychologischem Wissen, dass wir auf unterschiedliche Risiken unterschiedlich reagieren. Und das Ziel ist, die Risikowahrnehmung des Gegenübers an die Wahrnehmung der Experten anzugleichen, damit es beispielsweise einfacher ist, über gemeinsame Maßnahmen oder einen Umgang mit einem Risiko zu sprechen, wenn die Risikowahrnehmung erstmal ähnlich ist. Risikokommunikationspunkte sind, worin besteht die Gefahr, also was kann passieren, wie wahrscheinlich passiert das und was kann ich dagegen tun, wie kann ich mich schützen.
Und ein Beispiel, das all diese Punkte vereint, sind sogenannte Faktenboxen. Die gibt es unter anderem vom Harding-Zentrum für Risikokompetenz. Und das ist eine Risikokommunikation im Bereich der Medizin, beispielsweise für Arzt-Patientin-Gespräche, gut geeignet. Und der Punkt ist, dass hier immer die aktuelle wissenschaftliche Evidenz zum Nutzen und Schaden oder zu Risiken von medizinischen Interventionen abgebildet ist, anhand von zwei Gruppen. In diesem Fall geht es um die HPV-Impfung. Man sieht 10.000 Patientinnen mit Scheinimpfung, 10.000 mit HPV-Impfung. Und dann war es jetzt zum Beispiel so, dass man 10.000 mit Scheinimpfung 164 mittelschwere Zellveränderungen hatten und von den Patientinnen mit HPV-Impfung nur zwei. Und auf der Schadenseite sehen wir beispielsweise, dass in beiden Gruppen einige Nebenwirkungen hatten an der einen Stichstelle, dass das bei der HPV-Impfung etwas mehr waren. Am Schluss wird nochmal zusammengefasst, worum es bei der HPV-Impfung geht. Und natürlich gibt es auch Referenzen auf die wissenschaftliche Information dahinter. Und das ist ein Risikokommunikationsformat im medizinischen Bereich, das wissenschaftlich auch evaluiert ist und von dem wir wissen, dass es die informierte Entscheidungsfindung von PatientInnen fördern kann. Nun hatte ich schon erwähnt, dass das RKI während der Pandemie, die RKI-für-euch-Gruppe, die Wissenschafts- und Risikokommunikationsgruppe, gegründet hatte. Und die haben einiges an Risikokommunikation auf den Weg gebracht. Zum Beispiel sogenannte Icon-Arrays oder Punkte-Arrays. Die kennen Sie auch von großen Zeitungen, die bringen auch häufig solche Darstellungen. Und hier geht es darum, dass man in diesem Fall einen zeitlichen Verlauf von Zahlen einfach so auf einen Blick schnell erfassen kann. Und was man hier sieht, ist zwischen Kalenderwochen 6 und 14, 2022, wie sich die BA2-Variante, Omikron-Variante, rasant verbreitet hat und alle anderen Varianten fast verdrängt hat. Und das sieht man einfach, indem die Zahlen als Masse eigentlich dargestellt ist durch diese ganzen Punkte. Das kann man auch benutzen, so ähnliche Grafiken, um die Impfeffektivität zu beschreiben. Wissen Sie eigentlich, was 70% Impfeffektivität bedeutet? Bedeutet das, dass 30% der Geimpften doch Covid kriegen oder was bedeutet das eigentlich? Was es bedeutet, sehen wir hier dargestellt. Hier sind wieder zwei Gruppen. Das war, als AstraZeneca neu rauskam und natürlich gegeben der damaligen Virenvarianten. Da war es in den Studien so, dass von 1000 nicht geimpften Erwachsenen 18 an Covid erkranken und von 1000 Geimpften nur 5, Entschuldigung. Das heißt, etwa 70% weniger der Geimpften und daher spricht man von einer Impfeffektivität von 70%. Das sieht man hier auch einfach schön auf einen Blick nochmal dargestellt. Neben solchen Risikokommunikationsformaten gab es auch so Verhaltenstipps aus dem RKI raus und so sogenannte Implementation Intentions. Das sind so Wenn-Dann-Regeln, wo ich mir sozusagen antrainiere und fest vornehme, wenn, in diesem Fall, ich in einem Innenraum bin, trage ich eine Maske, auch wenn man das vielleicht gar nicht mehr muss. Das sind diese einfachen Wenn-Dann-Regeln. Da gab es zu jeder Jahreszeit so eine neue Liste mit diesen Regeln. Und die können auch Leuten helfen, einfach sich nochmal zu merken, okay, was muss ich wann eigentlich tun? Und dann in der Situation auch daran zu denken. Und was wir gerade zu Beginn der Krise auch gemacht haben, ist die Risikokommunikation. Hier die drei häufigsten Symptome dargestellt und wie häufig die sind. Das zu verbinden mit den Patienten, mit den Gesichtern hinter Corona, weil anfangs hatten ja noch nicht so viele Corona gehabt. Man kannte auch gar nicht unbedingt Leute, die das schon hatten. Das heißt, es waren sehr abstrakte Zahlen und da wollten wir sozusagen ja, die menschliche Seite kombinieren mit der Faktenseite, in dem Menschen porträtiert wurden. Zu denen gab es auch Videos und kurze Filme. Genau, das soweit zum RKI. Das RKI war auch beteiligt an der COSMO-Studie, die aber hauptsächlich von der Universität Erfurt kam, diesem Corona-Monitoring. Und da ist nochmal ein wichtiger Punkt, warum Corona-Monitoring überhaupt? Nun, die Infektionsdynamik, wie sich das Virus verbreitet, hängt ja davon ab, wie wir uns verhalten und das Verhalten wiederum, also ob wir viele Leute treffen, beispielsweise und Maske tragen und so weiter. Und das wiederum hängt davon ab, wie wir dieses Risiko wahrnehmen, uns anzustecken oder zu erkranken. Und das Verhalten hängt auch davon ab, ob wir beispielsweise Regierungsorganisationen vertrauen, wenn die uns Empfehlungen geben. Das heißt, klar, das Virus ist wichtig, aber darum rum ist eigentlich dieses ganze menschliche Verhalten, das nochmal viel, viel wichtiger ist und dass man
gut untersuchen muss, um eben dann auch gute Maßnahmen zu entwickeln, gute Kommunikation zu entwickeln. Und das wurde mit Corona gemacht, um eine Datenbasis eben zu haben für politische Gestaltung und Kommunikation. Es wurde untersucht, inwiefern Maßnahmen akzeptiert werden, Vertrauen in Institutionen, wie es den Menschen ging mit Corona. Es war eine Zusammenarbeit natürlich, auch mit vielen anderen Organisationen. Die Information kam auch in die Öffentlichkeit und in die Medien. Und da ging es auch darum, Medienphänomene zu identifizieren, soziale Normen, darüber haben wir eben gesprochen, zu identifizieren und auch einfach sichtbar zu machen, emotionsbasierte Diskussionen zu reduzieren. Und ganz wichtig, da gab es natürlich auch enge Zusammenarbeit mit den Medien, beispielsweise mit dem Science Media Center. Die Befunde kann man sich weiterhin auf dem Cosmo Explorer anschauen. Und ich möchte hier ein Beispiel zeigen, auch nochmal, was einfach soziale Normen so schön zeigt. Hier haben wir Menschen gefragt, was glauben Sie, sind Menschen, die Ihnen wichtig sind, sind die geimpft? Und dann haben wir gefragt, so auf einer Skala von 1 bis 7, also ich denke, niemand, der mir wichtig ist, ist geimpft, bis alle. Und da sieht man, dass die Ungeimpften davon ausgehen, dass die meisten Menschen um sie herum auch nicht geimpft sind oder eher nicht geimpft sind. Und die Geimpften gehen stark davon aus, dass die anderen auch geimpft sind. Das sind einfach so diese sozialen Normen, dass halt sich Leute auch so gruppieren in die ja, Geimpften und die Ungeimpften häufig. Und weil wir ja als nächstes die Klimakrise vor uns haben, der wir begegnen müssen mit unseren Werkzeugen, machen wir jetzt eine ganz ähnliche Studie, den Klimamonitor in Erfurt oder Planetary Health Action Study Erfurt, die PACE-Studie. Strukturell funktioniert die ganz ähnlich wie COSMO, nur geht es um Wissen, Risikowahrnehmung, Vertrauen und Einstellungen in der Klimakrise. Aber um da einfach regelmäßig ein Bild zu haben, wie stimmen Leute Maßnahmen zu? Welche Sorgen machen sie sich zum Klima? Wie verhalten sie sich? Und so weiter. Und ein Beispiel hier ist, dass wir gefragt haben, wie wahrscheinlich und schwerwiegend schätzen Sie bestimmte Gesundheitsrisiken des Klimawandels ein? Also Thema Klimawandel und Gesundheit. Und was wir dann gefunden haben, ist, dass beispielsweise viele Leute Extremwetterereignisse als sehr wahrscheinlich eingeschätzt haben und auch als schwerwiegend. Und zum Beispiel psychische Probleme ganz unten als eher weniger wahrscheinlich und auch weniger schwerwiegend. Und zusammengefasst haben wir so dieses Bild gefunden, dass aktuell nachvollziehbare Folgen wie eben extremes Wetter, Hitze und so weiter als wahrscheinlicher und als schwerwiegend eingeschätzt werden, wie Dinge, die man jetzt nicht gerade so sieht, wie beispielsweise eine niedrigere Lebensmittelqualität oder eben psychische Probleme, die auch beispielsweise durch Hitzewellen bedingt sein können. Genau, und die Kommunikationssphäre sozusagen, in der wir uns jetzt bewegt haben, war diese behördliche auch, politische und universitäre. Darüber hinaus gibt es in der Wissenschaftskommunikation natürlich viele, viele andere. Und da gibt es welche, gerade bei Corona, die so richtig besonders viel Reichweite und eine besonders persönliche Ansprache hatten. Natürlich das Drosten und Zizek, der Drosten und Zizek Podcast, Martin Moders Videoserie, MIT's Videoserie, Eckhard von Hirschhausen. Und was bei diesen Personen so wichtig ist einfach die Art und Weise, wie sie die Leute ansprechen und natürlich auch die Reichweite. Die haben einfach häufig ein sehr, sehr hohes, sehr, sehr großes Publikum. Was auch besonders in Krisen ganz wichtig ist, ist, dass Leute Wissenschaftskommunikation beginnen zu betreiben oder Gesundheitskommunikation, an die man vielleicht als erstes gar nicht so denkt. Das hier ist ein Comic von Ralf Rute, der das angeboten hatte, Comics zu machen für die BZGA. Und hier geht es darum zu zeigen, dass die Corona-Impfung gegen schwerwiegende Verläufe hilft mit diesem Zebra, das einen Helm trägt und sich beklagt, dass es Krokodil hat trotz Helm und dann sagt das andere Zebra, das jetzt die Ärztin darstellt, na, ohne Helm hätten sie jetzt ein Intensivbett. Und das ist so dieser Punkt, der hier einfach witzig gemacht wird und ähnlich witzige und schöne Impfkommunikation kam teilweise auch in Berlin, zum Beispiel von den öffentlichen Verkehrsmitteln, von der BVG oder sogar von der städtischen Reinigung, von der BSR. Und was hier der wichtige Punkt ist, ist, dass so aus der Mitte der Gesellschaft sozusagen von allen Seiten kommuniziert wird und nicht nur so top-down von oben. Und das sind einfach ganz wichtige Mechanismen, die wir auf jeden Fall auch noch mehr anschauen sollten. Wissenschaftskommunikation, Krisenkommunikation ist auch eine Frage des Mandats. Wer darf eigentlich, gerade natürlich von offizieller Seite, und das war zu Corona so ein bisschen
unklar an einigen Stellen. Soll jetzt das RKI, macht eigentlich Fachkommunikation, soll es jetzt auch an die Öffentlichkeit. Was ist mit der BZGA? Die geht eigentlich an die Öffentlichkeit. Aber irgendwie haben dann die Leute aufs RKI geschaut. Ich glaube, das RKI war einfach auch schon bekannter. Dann hat das Gesundheitsministerium fast alle Kommunikationsressourcen bei sich monopolisiert. Das heißt, also die richtig schlagkräftigen Kampagnen, einfach im Sinne von Geld und Streuung, kamen von denen. Teilweise waren sehr, sehr gute Sachen dabei, teilweise leider nicht, wie wir eben gesehen haben. Das Beispiel mit der Fruchtbarkeit und der Impfung. Es gab einen Expertinnenrat und es war einfach so ein bisschen unklar. Und das Problem ist, wenn das Mandat nicht klar ist, dann kann es eben solche ein Vakuum geben und dann machen vielleicht politische Spieler die Kommunikation. Und was ich deswegen abschließend vorschlagen möchte, ist ein Netzwerkmodell, sind neue Strukturen für Deutschland, um die Krisenkommunikation auch krisenresilienter zu machen. Und was mir hier vorschwebt, ist, wie gesagt, ein Netzwerkmodell. Wir haben in der Mitte die Krisenkommunikation, die arbeitet auch zu ruhigen Zeiten eng mit akademischen Referenzzentren zusammen, Wissenschaftskommunikationszentren, Experten in bestimmten Krisenthemen, mit den Medien ganz eng und aber auch mit Leuten, die sich politisch auskennen und in der politischen Beratung gut auskennen, zum Beispiel Thinktanks. Und auch ganz wichtig, dieses Team arbeitet auch mit BürgerInnen, Fokusgruppen und so weiter, um eben die Kommunikation und auch Interventionen von Menschen her zu denken und auch mit NutzerInnen. Also im Corona-Beispiel wäre das jetzt mit PflegerInnen oder ÄrztInnen, um sicherzustellen, dass die Interventionen eben auch für die Expertenseite überhaupt funktionieren. Natürlich ist das Ganze informiert von der Politik, von weiteren ExpertInnen. Die Strategien, die Kommunikationsstrategien werden umgesetzt von Agenturen und kommen dann ans Publikum. Und natürlich wird das Ganze wissenschaftlich evaluiert, Social Listening, man guckt, welche Themen ploppen auf, was möchten die Leute überhaupt wissen und natürlich auch Umgang mit Fake News. Und wie eingangs gesagt, ist die Klimakrise ja eine menschengemachte Krise und unser menschliches Verhalten, unser allermenschliches Verhalten auf individueller Ebene, gesellschaftlicher Ebene, politischer, wirtschaftlicher Ebene ist gefragt, um dieser Klimakrise gemeinsam zu begegnen. Und dafür brauchen wir eigentlich alle hier im Raum, die Wissenschaftskommunikation betreiben, natürlich zum Klimathema, aber auch in anderen Themen, weil es geht ja, wie Frau Luger auch eingangs schon gesagt hatte, darum, auch einfach die Wissenschaft, wie sie funktioniert, die Mechanismen besser zu erklären, um das Vertrauen zu stärken. Das heißt, wir brauchen eigentlich alle hier im Raum und auch online. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr auf eine Diskussion, auf Ihre Fragen und auch auf den Rest des Tages. Vielen Dank.